Hallo. Und ja, schön, dass du reinschaust. Bei Elite Dangerous. Wir haben letztes Mal mehr schlecht als recht so ein paar Missionen für die Devonport Corporation gemacht. Das ist ja die Spielerfraktion. Von, ich glaube, auf Twitch heißt er noch Frogywatch. Ich weiß nicht. Da wollte er seinen Namen ändern. Auf jeden Fall haben wir letztes Mal alles angeguckt. Die Fraktion ist ganz nett, auch so ingame-mäßig, weiß nicht, wie ich sagen soll, rollenspielmäßig. Von wegen, sie sind gegen Sklavenhandel und gegen Drogen. Findet man beim Imperium jetzt nicht so häufig. Ja, genau. Und die haben wir ein bisschen unterstützt. Und damit machen wir jetzt weiter, allerdings diesmal nicht am Boden. Wir sitzen immer noch in unserem Landungsschiff. Sondern wir machen da jetzt in der Luft ein bisschen weiter. Genau, wir mussten eine Mission aufgeben, weil wir, weil es einfach nicht genug Leute zum Abschießen gab in der einen Station. Also unser Schiffchen ist angekommen. Das heißt, eigentlich könnten wir umsteigen und dann direkt loslegen. Ich hoffe, dass das noch richtig konfiguriert ist, das Schiff. Werden wir gleich herausfinden. Nee, hier. Und dann machen wir erstmal ein paar Kopfgelder. Und dann mal schauen, gucken, schucken, was uns so ablenkt davon. Ich würde auch gerne nochmal so Megaschiff-Missionen machen. Allerdings sind hier alle illegal und wenn wir illegale Missionen machen, dann verringert das die Sicherheit von der Fraktion, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und wir wollen aber die Sicherheit von der Fraktion erhöhen, weil die können wir in den Status gucken. Ich weiß nicht, ob da viel passiert ist. Ne, hier siehst du. Devonport Corporation hat eine relativ geringe Sicherheit. Also es ist noch im Rahmen, aber sie steigt auch, das ist gut. Aber es ist kurz vor Unruhen. Der Einfluss, weiß ich gar nicht, ob der jetzt gestiegen ist. Da weiß ich nicht mehr, wie der letztes Mal war. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, Sicherheit muss erhöht werden. Und das habe ich gelernt, funktioniert mit Kopfgeld sammeln. Das heißt, wir werden ja einfach mal ganz entspannt ein paar Kopfgelder sammeln. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie das Schiff ausgestattet ist. Salvenlaser haben wir hier, kardanisch aufgehängt. Raketenschwarmwerfer. War gar nicht so schlecht. Wir hatten hier ja, hatten wir hier die Raketen. Wir hatten ja optimierte Raketen letztens gefunden. Würde ich gerne mal vergleichen. Würden mehr Schaden machen. Und haben ein höheres Schusstempo. Aber eine geringere Feuerrate und ja, gut. Die Schwarmraketen, die schießen halt immer mehrere auf einmal. Das heißt, die kommen leichter durch bei einer Raketenabwehr. Lass mal die Schwarmraketen drin. Ich glaube, das war's schon. Was haben wir hier drin? Düppelwerfer, Kühlkörperwerfer. Den Düppelwerfer, oh, den vergesse ich halt immer. Überleg gerade, ob ich den nicht rausnehme. Hätten wir da nicht was anderes? Verzeichnisscanner. EGM. Werde ich auch immer vergessen. Schildbooster könnte man vielleicht noch einbauen, wenn es welche gibt. Könnte man fast machen, ne? Würde uns jetzt nicht so wehtun.
mit der Sprungreichweite und so und die Schildstärke noch mal ein bisschen erhöhen. Hallo, Haha Kaiser. Schön, dass du schon reinschaust. Willkommen. Was haben wir denn normal für eine Schildstärke? Kriege ich jetzt gerade nicht angezeigt. Wir könnten hier mal einen herrufen. Transfer, so. Von unseren besseren und dann bauen wir in der Zwischenzeit den hier ein. Und das aktuelle Modul, den Düppelwerfer. Der Stromverbrauch sah grenzwertig aus. Ja, es muss aber gehen. Da haben wir, glaube ich, gar kein Energiemanagement aktuell im Setup. Von daher müsste das gehen. Ich glaube auch notfalls könnte ich das Kraftwerk nochmal engineeren. Ich verkaufe mal den Düppel, oder? Ich lagere den Düppelwerfer mal ein. Vielleicht. Ach, keine Ahnung, wir brauchen den nie. Ich vergesse den halt immer. Das ist das Problem. Eigentlich ist der cool, aber wenn ich ihn halt nicht benutze, dann bringt der halt auch nichts. Also, hier passt soweit alles. Weiter Hangar haben wir drin. Planetenfahrzeughangar. Weiß ich gar nicht, warum ich das mitgenommen habe. Frachtgestell. Lass dich mal drin, ich weiß nämlich nicht, was für Missionen wir kriegen. Lass mal so. Ich will jetzt da nicht ewig rumbasteln wieder. So, Energie, guck mal kurz. Hier. Hier sind wir 100%. Und die 4 nimmt relativ viel Druck raus. Was ist die 4? Die 4 ist der Planetenfahrzeughang. Ja, das war's. Da, die nimmt schon genug raus. Und dann hätten wir noch eine 3 sogar irgendwo. Priorität. Lebenserhaltung. Frachtluke. Frachtluke mache ich mal 1. Treibstoffsammler ist. Genau, Treibstoffsammler ist 3. Der hat zwar 0%, aber der hat trotzdem ein bisschen Energieverbrauch. Ja. Das geht. Wie ist dann mit dem A? Booster aussieht, das werden wir dann sehen. Wir haben einen ingeniert, sehe ich gerade. Wir haben nur den einen ingeniert. Ja. Ja. Also könnte ich nochmal. Könnte ich nochmal. Oder war das schon Ende? Ne, wir könnten sogar noch mal. Ja, easy. Guck mal, da könnte man noch mal rein ingenieren, dann. Weißt du was, das machen wir einfach. Wobei Hitzeeffizienz. Experimentellen Effekt haben wir schon drauf. Ach komm. Wir machen einmal so. So, dann sind wir jetzt mit Energie, müssen wir jetzt außer. Ja, sind wir problemlos unterwegs. So, was gibt's denn für Missionen? Du grindest gerade den Föderationshof. Ach, willst du dir eine Korvette holen? Dachte, die haben alle schon außer mir. So, Devonport, das ist er hier, hat 2 Kampfmissionen und 12 Transportmissionen. Okay. Wir könnten natürlich auch die Wirtschaft ankurbeln, allerdings. Hier sollen wir Piraten töten. Sie müssen einen Piraten töten. Das klingt doch super. Er hält sich in diesem System auf. Ist das System weit weg? Nö, 9 Lichtjahre. Easy, komm. Nehmen wir an. Was anderes können wir für die gerade eh nicht machen. Transport. Ja, mit dem Schiff ist es nicht so geeignet. Kurieraufträge könnte man machen.
Die gehen aber alle in andere Systeme. Manche sind sogar illegal. Oh, der bringt aber viel. Ach, weil das war. Wieso? Wieso sollte ich so weit fliegen? Der Riso. Das muss doch dann in Kolonia sein. Hier, das geht auch nach Kolonia. Der Riso. Nach Talalay Retreat im Deriso-System. Boah, sowas. Boah, irgendwann machen wir sowas mal. Aber man hat nur 6 Tage Zeit dafür. Das heißt, in 6 Tagen musst du 22.000 Lichtjahre springen. Vielleicht was für den nächsten Urlaub oder so. Ich bin Fan der Anaconda, aber jetzt, wo der Fleet Carrier vor der Tür steht, dachte ich mir, ich kann auch eine Korvette mitnehmen. Ah. Ich fliege dir an einem Tag die Tour. Das ist schön für dich. Aber dann musst du halt auch den ganzen Tag fliegen können wahrscheinlich. Oh, haben wir unseren Piloten mitgenommen oder haben wir den verloren? Ah, haben wir dabei. So. Das Problem ist ja nicht unbedingt die Strecke. Das Problem bin ich. Das Problem ist, dass ich. Ich guck dann halt immer und dann sehe ich, oh, guck mal da, ein Planet. Und dann ist vorbei. Dann verbringe ich Stunden auf diesem Planeten, komme einfach nicht vom Fleck. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Noch 4 Tage in Quarantäne, das war's. Ah, okay. Na, solange es dir soweit gut geht. Aber da hat man natürlich Zeit. Hast du nichts Gutes oder nichts Besseres zu tun? Hat man eh nicht. Was Besseres als Elite spielen, gibt's eh nicht. Ja, vielleicht machen wir sowas irgendwann mal. Ich glaube, das ist auch super spannend, weil man da halt in Systeme kommt, in die man sonst nicht kommen würde. Auch nicht, wenn man selber einfach erkundet. Das Schlimmste ist überstanden, nur die Kurzatmigkeit ist unangenehm. Hoffentlich geht die noch weg bei dir. Aber ich habe jetzt schon öfter gehört, also jetzt in meinem Umfeld gab es schon einige, die es auch noch erwischt hat. Und die haben auch gesagt, das ist eigentlich richtig heftig gewesen, so für ein paar Tage. Und dann war es wieder okay. Und man hofft natürlich immer, dass es komplett wieder abklingt. So. Wir brauchen. Wir schauen mal zur Navigationsboje. Ich tue mal den Filter kurz raus. Gibt es hier Rohstoffabbaugebiete eventuell? Ja, okay. Ich scanne trotzdem mal die Navigationsboje. Warte, das muss ja oben sein. Brrrt. Hier. Schauen wir da erstmal vorbei. Melden uns an. Ganz anständig, wie man das so macht. Habe ich die Feuergruppen richtig eingestellt eigentlich? Das sieht doch ganz okay aus. Hat den Spaß schon zum zweiten Mal? Okay, krass. War es beim ersten Mal auch so schlimm, oder? Also, wenn ich fragen darf.
So, mal schön scannen hier. No. Eingehende Missionsanweisung. Ziele anvisiert. Okay, ach so, nee, wir müssen ein spezielles Ziel anfliegen. Wahrscheinlich erscheinen gleich Signalquellen dann. Ah, so war das hier. Wobei wir hier auch einfach ein paar. Wir schauen uns hier mal die Leute an. So. Machen wir mal die Waffen aus. Noch ein Schiff, Eislingwächter, also Eislingwächter ist nicht interessant, glaube ich. Python. Achso, sind die hier? Die sind ja sauber. Da hinten fliegt irgendwas. Was seid ihr denn so? Sauber. Okay, die sind sauber. Der Iron ist hier. Ist auch sauber. Was haben wir hier noch so? Rumfliegen. Wenn wir schon da sind. Moonwolf habe ich gescannt. Der Transporter wird nichts haben, aber gucken wir mal. Vielleicht ein Schmuggler. Ist sauer. Haben ein paar Daten sogar gekriegt. Da hinten flackert irgendwas rum. Da. Da bewegt er sich. Beim ersten Mal war es schlimmer, richtig mit Fieber und Geruchs- und Geschmacksverlust. Okay, naja, hast du. Dann ist ja schön, dass es diesmal nicht so schlemm ist. Schlemm. So schlemm. Ich hoffe, du hast auch was zum Schlemmen gehabt. Was rede ich denn? Oh. Er ist auch sauber. Okay, kommen wir. Wir lassen die mal. Holen wir den Fighter wieder zurück. Haben wir ein FSA-Scan-Ding dabei? Ach, haben wir gar nicht. Können wir da keine Daten sammeln? So. Wir befinden uns hier und da. Wir bekommen Navigationssignale für die Mission. Es brennen gerade wieder zwei Stationen, wo man gute Passagiermissionen machen kann, um den Rang zu steigern. Ah, okay. Taroidenangriffe oder waren das Anschläge? Ich bin gerade gar nicht auf dem aktuellen Stand. Was ist denn überhaupt so los? Taroidenkonflikte. Taroidenpräsenz, massive Taroidenpräsenz, massive. Okay, das klingt nicht so gut. Ah, wahrscheinlich meinst du die beiden Stationen, die brennen. Sirius Reparation Naturministerium Hilfe für das von Taroiden
Schiffen angegriffen, das System Dill organisiert. Die Verteidigungsflotte kämpft gegen die Taruiden, bla bla bla. Okay. Die Allianz, das Imperium und die Föderation bieten Kopfgelder für Taruidenschiffe. Es gibt jetzt mehr Kopfgeld. Politische Flüchtlinge von imperialen Systemen. Na, 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 na. Ach, die haben vorne so eine. Die vorne ein Fenster, die Taruidenschiffe? Hier, das sehe ich bei dem Bild zum ersten Mal. Dass da so eine Blase vorne dran ist. Sitzen die da drin? Ich bin ja gespannt, wie das noch weitergeht mit den Taruiden. Ob die sich wirklich von Salvation dann abschrecken lassen. Kann es mir ja nicht vorstellen. Taruiden wurde auch von denen aus dem Flammschiff-Sprung gezogen. Das war so krass. Ah, das ist mir noch nicht passiert. Ich hoffe, das kommt irgendwann auch mal vor. Wobei das sicher ein Schreck ist. Aber ich würde es halt einfach gern sehen, weil ich habe mir das noch nie angeguckt, wie das aussieht. Und ich will das auch nicht. Ich will mich da nicht spoilern, sondern das einfach direkt selber erleben. Haben die dich dann angegriffen oder nur gescannt und wieder ziehen lassen? Nur gescannt. Ach cool. So. Gleich mal alles vorbereiten. Das ist das Missionsziel. Oh, es sind aber viele Missionsziele hier. Obwohl die alle nicht so stark sind, glaube ich. Scannen wir die alle mal. Okay, die sind alle Missionsziele. Da sind noch zwei. Na? Sag mal, hauen die ab? Ich wollte den einen noch scannen da unten. So, weißt du was? Weiter erledigt den und ich übernehme den Dicken hier ohne Schild. Also einen haben wir schon. Aber die sind alle gesucht, also. Okay, der Jäger hat ihn. Wo sind die anderen?
Na? Da. Schnappt ihr den mal? Und ich nehme den anderen. Da. Sehr gut. Okay, das. Oh, okay. Brauchen wir gar keine Raketen für. So. Na, das ging ja gut. Gut, war nur Bedrohung 2. Und die hatten wir nicht wirklich was entgegenzusetzen. Nice. Mission erfüllt. Dann fliegen wir mal zurück, geben die ab und schauen mal, was wir als nächstes kriegen. Gibt's hier noch irgendwelche Sachen, die wir unbedingt brauchen? Das war gar nicht so schlecht da oben. Das wollen wir nicht. Das ist voll, der Schild im Mitte sind. Aber die Kompaktkomposite würde ich mitnehmen. Wo ist sie denn da unten? Erstmal hinfliegen. Oh. Da war der Boris wieder zu schnell. Kommt auch nicht oft vor. Okay. Den Rest lassen wir mal hier. So. Wo wollen wir hin? Da. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Wir bekommen jetzt nicht viel Belohnung. Die Kopfgelder sind, glaube ich, genauso hoch, wie wir Belohnung bekommen. Aber darum geht es ja auch gerade gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal einen Ruf erarbeiten bei der Fraktion. Oh, ein Spieler. Na, sowas. Will der was von uns? So, Mission, Station, Missionsstation. In der Richtung. Ist gleich rausgetroppt, der Spieler. Oder weggesprungen, weiß ich nicht was davon. Müssen wir im Auge behalten. Zum Offenen, eventuell. Eventuell bin ich mal wieder so doof und mach das. Könnt mal Hallo sagen vielleicht. Also warte, müssen wir ans System eigentlich, ne? No risk, no fun. So ist es. Wobei ich gerne Risk and Fun hätte. Ich finde es halt manchmal so schade, wenn die Leute einen abfangen und dann einfach abschießen, weil sie haben nichts davon. Es wäre irgendwie, ja, egal. Ich könnte mir halt tausend lustigere Sachen vorstellen, wenn ich das überlegenere Schiff habe und jemanden abfange
was ich dann mit dem anstellen könnte, ohne ihn dabei abzufacken. Weißt du, zum Beispiel so ein bisschen Roleplay machen oder so, oder... Ah, keine Ahnung. Einfach... Vielleicht einfach nur seine Triebwerke kaputt machen und ihn im Nichts gleiten lassen? Sodass er gerettet werden muss? Oder sonst irgendwie Spiel generieren? Statt halt einfach nur rumganken. Aber es ist nur meine Meinung. Oder ochst unten einer rein. Der hat's eilig. Mit seiner Dimebag. Ist bestimmt ein Schmuggler. Der dem Scan aus dem Weg gehen wollte. So ein kleines Schmuggelschiff müssen wir uns auch mal bauen. Was möglichst wenig Hitze generiert und dadurch fast unsichtbar ist. Schauen wir mal. 128.000, ja, ist jetzt nicht so viel. Könnten Einfluss machen oder Credits. Aber ich mach mal Einfluss. 3 Einflusspunkte für die Fraktion. Ruf ist auch verbessert worden. Sehr schön. Devonport sind wohlgesinnt. Könnte man noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Imperium-Ruf haben wir noch nicht so viel. Und die mögen uns nicht mehr hier, die Piratenfraktion. Aber who cares? Haben eh nur 1%. So, dann noch Kopfgelder abgeben. Hier. Bringt mehr als die Belohnung von der Mission. Haben wir die für Imperial Scaled Society abgegeben? Schade. Ich hatte gehofft, sie sind auch für Devonport. Man könnte natürlich einfach so in ein Rohstoffabbaugebiet fliegen und da Kopfgelder sammeln, die immer nur von Devonport abgegeben oder aufgegeben wurden. Ich weiß nicht, ob das viel mehr bringt. Wahrscheinlich schon. Ist wahrscheinlich im Endeffekt schneller. Okay, das dürfen wir nicht. Support-Missionen, Operationen gäbe es. Aber es ist halt illegal. Und wenn wir das machen, dann verliert die Fraktion wieder an Sicherheit. Wurde mir jedenfalls gesagt. Ich habe das nicht überprüft. Währungsakt. Mission für die Imperiale Flotte. Werbeproben. Das wäre legal offenbar. Wie viel sollen wir sammeln? 2. Rangfortschritt Fremder. Bronzestufe 6. Eigentlich wollten wir Kopfgelder machen.
Aber so eine Bärungsaktion? Um unseren Einfluss einfach zu erhöhen, oder ich meine unseren Ruf bei der Fraktion, um dann bessere Missionen zu bekommen, wäre gar nicht so schlecht, weil aktuell können wir eh keine Kopfgeldmission für die annehmen. Komm, das machen wir einfach mal. So. Ich würde nur vorher die Drohne noch rausschmeißen aus dem Inventar. Weil die brauchen wir nicht. Sind dann nur im Weg. Ja, warum gehe ich jetzt eigentlich hier hin? Ich wollte doch... Nein, schon wieder. Ich muss doch bloß... Nein! Was ist denn los? Hier hin. Bald habe ich alle Buttons durch. Schrecklich. Weg. Na mach. Was hat der immer mit den Drohnen? Der hängt da immer. Sie sind trotzdem weg, aber irgendwie hängt er da jedes Mal. Ist unser Modul. Ach so, warte, ist unser Modul angekommen? Das wäre vielleicht was. Ist der bessere Schildbooster hier? Nee, noch 14 Minuten. Okay. Okay, akzeptiert, schön. Das, die Nachricht war von uns. Sonst irgendwelche Nachrichten hier, war nichts, ne? Ja, okay. Dann, wo müssen wir hin? Zweite Mission und schon mache ich nicht mehr das, was ich eigentlich machen wollte. Ich weiß auch nicht, wie das immer passieren kann. Vielleicht finden wir da an der Signalboje noch ein paar Piraten mit Kopfgeldern, die wir noch mitnehmen können. Was? Er hat schon entdeckt? Oh. Wir müssen gar nicht zur Signalboje. Und hier ist ein Krieg am Werke. Kampfbereiche gibt's hier. Ah, degradierte Emission, Strom 0. Okay, Fraktion NV, Status NV.
bin wieder zu schnell unterwegs. Könnten wir es kennen vielleicht? So, bremsen. Hier fliegen ein paar kleine Trümmerchen rum. Sonst ist hier nicht viel los. Ich setze mal den Fighter ab, vorsichtshalber. Falls wir noch Besuch bekommen. So, was fliegt hier so rum? Die Werbebomben brauchen wir. Finger vom Abzug nehmen, nicht dass wir die aus Versehen aus dem Weltraum pusten, das wäre ganz schlecht. Ich brauche auch keine anderen Leute, die mir die Mission versauen. Ich kann das auch alleine. Falls sich das jetzt jemand gefragt hat. Der Rest, das wäre auch legal. Könnte man noch mitnehmen. Ja, warum eigentlich nicht? Bisschen Zusatzverdienst. Huch. Ich glaube, wir haben was über den Haufen geflogen. Algen. Klar, nehmen wir mit. Also Weltraumalgen. Kennt man ja. Und das gute Getreide ist sehr wichtig, falls man unterwegs Brot backen möchte. Gibt es hier auch Wasser? Nee, nur Polymer. Doch, Wasser gäbe es auch, ne? Komm, wir nehmen Getreide und Wasser mit. Einfach nur. Weil es gut zusammenpasst. Unser Frachtmodul ist noch nicht voll, oder? Zwei können wir noch mitnehmen. Dann nehme ich die Polymere mal noch mit. Das klingt eher wertvoll. Leer. Und hier. Nochmal Wasser. Alles wieder einfahren.
Na? Da ist er. So, Mission erfolgreich. Gehen wir wieder zurück. Was mir gerade so auffällt, der Fighter-Pilot. Der baut sich ja immer eine Telepräsenz auf mit dem Fighter. Und das kann man ja als Spieler auch. Egal wo du bist, kannst du bei anderen Leuten in den Fighter einsteigen. Warum muss ich den Piloten, den NSC-Piloten, in meinem Schiff rumfliegen, während andere Spieler das von überall können? Könnte es nicht einfach auf jeder Station, wo der Pilot dann ist, eine Konsole geben, die er nutzt, um sich mit meinem Schiff zu verbinden und dann per Telepräsenz den Fighter zu steuern? Warum muss ich den mitnehmen? Macht ja nicht so viel Sinn, oder? Ich denke da dazu, deswegen drüber nach, weil wir den ja so oft vergessen. Und dann ist er nicht dabei und dann kann er das Schiff nicht steuern. Aber eigentlich ist es ja Quatsch. Aber ich stelle wahrscheinlich schon wieder so Fragen, die man sich nicht stellen sollte. Die Welt eigentlich schon mal gescannt. Nö. Fläche zu 50% gescannt. In 3%. Oberflächenscan abgeschlossen. Juhu. Okay, dafür, dass die Mission Bedrohung 6 war, war sie jetzt eigentlich relativ problemlos. Da hatten wir wohl Glück.
Wir sind zu schnell. Nicht, dass wir hier mit über den Haufen fliegen. Oder uns selbst. Ich darf mir das nicht wieder angewöhnen, so risky in die Station reinzufliegen, weil das wird dann, wenn wir später wieder in der Anaconda sitzen, zu unschönen Dingen führen. So, ah ja, Mission. Ich gebe mich ab. So, schön. Wir nehmen wieder Einfluss. Beförderung zu Fremde. Ah. Okay, wir ranken anscheinend beim Imperium auch mit. Das ist ja praktisch. Da schlagen wir dann zwei Fliegen mit einer Klappe. So, da haben wir hier. Achso, nee. Wir haben ja nichts abgeschossen. Ist ja Quatsch. So, ich hoffe mal, es gibt neue Missionen. Ja, zwei neue Kampfmissionen. Die wir beide nicht machen dürfen. Rufvoraussetzung ist nicht erfüllt. Oh nein. Sondereinsatzauftrag. Ah, Sondereinsatz. Sondereinsatz. Ach nee, der wäre. Die sind ja beide illegal. Warum kriege ich ständig illegale Missionen von denen? Will mir das Spiel damit irgendwas sagen? Kurieraufträge, toll. Die sind mir einfach zu weit, Leute. Das tut mir ja leid, aber die sind mir zu weit. Und das reimt sich. Aber deswegen ist es nicht gut. Ja, okay, Operation haben wir schon angeschaut. Ich guck mal, ob wir auf dem Planeten was aufräumen können. Ansonsten fliegen wir einfach zu einer Rohstoffabbau-Geschichte und jagen dann ein paar Piraten oder Leute mit Kopfgeld. Oh, Gott.